Mann natürlich dabei. Und schön eingesetzt von Team Reitis. Also was Thiemann hier in den 5 Minuten schon wieder gearbeitet und gezeigt hat. Und jetzt fliegt er ein von links. JT Thiemann. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Albers täglicher Sportstunde für die Oberschule. Heute ist Johannes Thiemann zu Gast, von dem wir ja gerade auch schon ein paar Highlights gesehen haben. Hey, ich freue mich, heute hier zu sein. Mit am Start ist auch wieder Athletiktrainer Fab. Und ich, Emilia, bin auch wieder dabei. Leo seht ihr dann am Donnerstag wieder. Heute ist unser großes Thema Kraft. Wir haben natürlich wieder einen Aktivteil für euch vorbereitet und außerdem einen Schulteil und die Challenge des Tages, wo wir uns mit dem Thema Kraft, Kraftaufbau beschäftigen werden. Und was wir dafür alles brauchen, erzählt uns erst Fab. Sehr gerne. Also eine sehr, sehr lange Liste heute. Nein, im Ernst, aber wir brauchen ein paar Dinge. Hört erstmal zu, danach könnt ihr auf Pause drücken, die ganzen Sachen zu holen. Wir benötigen einmal 2 Wasserflaschen. Man hört sie zumindest und sieht sie. Ja. Dann benötigen wir noch 2 Bälle. Und wenn ihr nicht 2 Bälle habt, dann könnt ihr ersatzweise auch eine Socke oder eine Klopapierrolle nehmen. Und dann bräuchtet ihr noch ein Brett oder eine feste Unterlage. Und wir werden auch noch ein paar Übungen auf dem Boden durchführen. Und wenn ihr es gerne ein bisschen gemütlicher haben, so wie wir, so wie ich zumindest, dann nehmt noch eine Rolle, eine Yogamatte oder ein Handtuch. Genau, Fab hat es gerade schon gesagt, ist heute ganz schön viel Zeug, deswegen drück kurz auf Pause, sammelt schnell alles zusammen und dann kann es losgehen. Wir wollen jetzt mit unserem Warm-up starten. Johannes, konntest du dich denn gut fit halten so die letzten Wochen? Also ich konnte mich natürlich nicht so fit halten, wie ich sonst in der Saison getan habe. Ich konnte aber ein paar Home-Workouts machen, also ich glaube, das Sportprogramm sollte ich schon noch gerade so hinkriegen. Okay, ich bin gespannt. Wir erfahren ja natürlich auch später noch ein paar mehr Sachen von dir und zu deinen Lieblingsübungen und was du alles so gemacht hast. Aber jetzt erstmal Zeit, sich zu bewegen. Fab, du hast wieder ein gutes Warm-up für uns vorbereitet, oder? Das habe ich. Ihr habt eure 2 Wasserflaschen vor euch stehen. Ihr auch, das sehe ich. Ich werde die Übungen kurz vormachen, aber ihr könnt sofort einsteigen. Dann machen wir so und so viele Wiederholungen. Insgesamt werden es 5 Übungen sein und 2 Runden. Alles klar. Okay? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Kann ich natürlich erst später beantworten. Aber ihr sollt alles gut ausführen können. Okay? Füße hüftbreit und nach vorne zeigend aufstellen. Die Hände hinter den Kopf nehmen. Oberkörper ist schön aufrecht. Ihr schiebt den Popo maximal weit nach hinten. Halte dort unten kurz den Stretch. Kommt wieder gerade nach oben. Hervorragend. Und schiebt das Ganze nach hinten. Hochkommen, das Ganze für 10 Wiederholungen. Let's go. Po schön weit nach hinten schieben. Kurz den Stretch halten, dann zügig nach oben kommen. Hervorragend. Also wirklich schnell nach oben kommen, oder? Wirklich schnell nach oben kommen. Po-Backen dann zusammenkneifen. Das Ganze soll aus der Hüfte gemacht werden. Sehr gut. Ich habe schon wieder nicht mitgezählt. Johannes, hast du mitgezählt? Natürlich, 9. 10. Profi, aber das hätte ich auch gezählt. Schnappt euch die Wasserflaschen und kommt wieder in die untere Position von der Übung eben. Also Rücken ist gerade, parallel zum Boden, Popo schön weit nach hinten geschoben. Und ihr bringt die Wasserflaschen zur Seite nach oben und dann mit dem Daumen beginnend schräg nach oben. Und die beiden Bewegungen führt ihr hintereinander dann aus für ab jetzt 10 pro Bewegung. Sehr beruhigender Sound. Wirklich. Wie an einem Bach. Idyllisch. In Spandau. Gut. Weiter. Schön. Ihr seht, die Beine machen das perfekt, der Oberkörper schön still, der Kopf auch still und es bewegen sich nur die Arme. Genau so soll es aussehen. Ich glaube, das müssten jetzt 10 gewesen sein. Ich habe jetzt diesmal nicht mitgezählt. Gewicht wieder weg. Next. Bringt euer Fuß schön weit nach vorne in so einen großen Ausfallschritt. Dann platziert ihr beide Hände auf dem Boden und zwar innerhalb des Knies.
dreht euch zum Bein auf, einmal kurz Luft holen, Hand wieder absetzen und dann zur anderen Seite aufdrehen. Einmal kurz Luft holen und wieder zurück, Fußwechsel. Im besten Fall das hintere Bein gestreckt halten, wieder zum Bein aufdrehen, einmal kurz Luft holen und wieder runter. Andere Richtung aufdrehen. Noch einmal pro Seite. Wechsel. Gut. Andere Seite noch. Schulter schön drehen, den Kopf mitnehmen. Das sieht gut aus. Entspannt den Stretch halten, tief Luft holen. Und das war's. Also mal durch. Nun, die Füße ein bisschen weiter als hüftbreit aufstellen. Füße leicht nach außen drehen für Squats. Okay? Hände sind vorne, Popo geht nach hinten. Schön tief runtergehen. Und davon 10 Wiederholungen. Yep. Wenn ihr zu Hause Schwierigkeiten habt, schön tief zu gehen, guckt mal, ob ihr die Beine vielleicht ein bisschen breiter machen könnt und die Füße leicht weiter nach außen dreht. Das kann manchmal hilfreich sein. Wenn ihr Probleme habt, weiterhin runterzukommen, haltet euch gegebenenfalls irgendwo fest und nutzt die Unterstützung, in eine gute Position zu kommen. Aber das sah hervorragend aus. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. Aber auf dem Boden. Lasst uns ein bisschen Körperspannung aufbauen. Etwas für den Rumpf und für den Hüftbeuger. Ihr stützt euch, ich zeige das für euch zu Hause mal seitlich, ihr stützt euch mit der Hand vor eurer Hüfte auf dem Boden auf, drückt euch vom Boden weg und hebt dann das gestreckte Bein nach oben. Okay? Das Ganze für 10 Wiederholungen. Gut, Spannung aufbauen, Position einnehmen und let's go. Atmen nicht vergessen. Das ist anstrengend, dass es aussieht. Genau, vor allem wenn ihr die Hände schön vor die Hüfte bringt, dann ist es anstrengend. Wenn ihr zu Hause die Hände sehr weit hinten habt und eigentlich gemütlich auf dem Boden liegt, dann spürt ihr nichts. Aber kommt schön nach vorne, drückt euch vom Boden weg und hebt das gestreckte Bein an. 5 pro Seite, ne? 5 pro Seite, 10 insgesamt. Gut, dann schnell aufgesprungen. Wir kommen in die zweite Runde. Selbe Übungen, Hände hinterm Kopf. Let's go. Po nach hinten, kurz Stretch halten, zügig wieder nach oben. Nummer 2. 3 und so weiter. Sehr gut. Schön. Gut. Zehn. Ja. Zehn. Gut. Zehn. Gewichte in die Hände, Ausgangsposition und 10 pro Richtung. Bei der einen einfach die Hände zur Seite hochnehmen, bei der anderen mit dem Daumen beginnend das Gewicht schräg nach vorne hochnehmen. Wieder schön ruhig im Oberkörper bleiben. Der Kopf ist ganz still, nur die Arme bewegen sich. Yes. Mehr, dreh den Daumen noch ein bisschen weiter nach oben, wenn du schräg nach vorne gehst. Sehr gut. I like. Hüfte etwas mobilisieren, auch die Brustwirbelsäule, deswegen schön aufdrehen und bringt die Schulter schön weit rüber. Kommt wieder runter, andere Richtung, Schulter drehen und runter, Seitenwechsel. Achtet gut dabei, dass die Schulter sich aufdreht. Okay, die Hände sind immer ein bisschen trügerisch, weil der Arm sich natürlich noch bewegen kann. Aber wenn ihr es schafft, eure Schulter schön zur Seite zu bringen, dann habt ihr genau die Mobilisierung, die wir hier haben wollen. Sehr gut, schön, Johannes. Gut. Ja. Weniger Fokus auf deine Schulter. Deinen Arm brauchst du gar nicht so sehr überstrecken. Bereit für Kniebeuge? Yes. Yes, yes. Hände nach vorne. Und 1,
Zwei, weil dann synchron. Wir zählen hier nur die synchronen Kniebeuge immer. Alles gut. Sehr schön. Dann die Übung, die schwerer ist, als sie aussieht. Drückt euch vom Boden weg, haltet die Spannung und dann ohne durchzuhetzen das Ganze durchziehen. Wird auf jeden Fall nicht meine Lieblingsübung. Vielleicht, wenn du hart trainierst, wird jede Übung dein Lieblingsübung. Richtiger Trainerspruch. Aber Trainer ist heute gut drauf. Das war's schon fürs Warm-up. Ach, sehr gut. Ich dachte fürs Workout. Okay, das Warm-up haben wir geschafft. Jetzt geht's weiter mit dem Koordinationspart. Okay, bevor wir jetzt starten, würde mich ja mal interessieren, wie stark du die Oberschulsendung schon verfolgt hast oder generell die Sportstunde. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen und habe es natürlich auch verfolgt, was hier so gemacht wird. Finde es ziemlich cool. Meine kleine Schwester hat schon ein paar Mal mitgemacht und die war auch sehr begeistert. Also von daher habe ich auf jeden Fall guten Bezug zum Thema. Sehr cool. Dann hoffe ich, dass ihr die Koordinationsübungen jetzt auch gefallen werden. Wir brauchen dafür jetzt entweder den Basketball. Wenn ihr den nicht parat habt, dann nehmt einfach ein paar Socken oder eine Klopapierrolle. Wir haben jetzt verschiedene Übungen für euch vorbereitet und es wird heute ganz schön knifflig. Sehr knifflig. Kann ich euch schon mal verraten. Okay, für die erste Übung packen wir die Rolle bzw. Socke oder den Ball erstmal einfach zwischen die Beine. Wollen den jetzt mit unseren Füßen nach oben katapultieren und mit den Händen fangen und beidbeinig wieder landen. Okay? Okay. Okay. Ich zeig's mal vor. Zeig mal. Ah, okay, Moment, nochmal. Klopapierrolle fliegt irgendwie. Sehr gut. Stark. Aber Klopapier ist auch schwer. Ja, ich bin mal gespannt. Socken ist ja. Oh, nicht schlecht. Socken gehen. Ja, Druck ist. Machen wir einfach dreimal. Oh. Genau. Noch zweimal, ihr zwei. One and done. Okay. Competition. No look. No look? Das ist bei mir ein bisschen einfacher. Der Ball ist ein bisschen größer. Okay, einmal noch fangen. Check. Ja, stark. War eindeutig noch gefangen. Okay, wir machen es ein bisschen schwieriger. Wir haben wieder die gleiche Ausgangsposition, wollen jetzt aber mit einem Bein landen. Also, ihr springt wieder hoch, zieht die Knie schon nach oben, fangt die Socke, Klopapierrolle, Basketball und landet mit einem Bein. Okay? Wieder dreimal, los geht's. Stark. Too easy. Einmal ist leichter. Immer auch das andere Bein dann? Ja, ne? Ja. Einmal rechts, einmal links. Nicht schlecht. Okay, die Klette. Und letztes Mal. Stark. Okay, für die nächsten Übungen solltet ihr jetzt wieder ein bisschen Platz haben. Wir setzen uns auf den Boden. Erstmal einen Schneidersitz. Und werden jetzt aus dieser Position hochwerfen, währenddessen aufstehen und im Stehen wieder fangen. Wir machen das Ganze wieder dreimal. Okay? Und da ist noch hier die leichteste Version, ja? Wir müssen die Deckenhöhe hier natürlich gut einschätzen. Genau. Wer die Möglichkeit hat und irgendwie rausgehen kann in den Garten oder sowas, kann das natürlich auch machen. Balkon würde ich nicht empfehlen. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball danach weg ist, relativ hoch. Okay. Davor muss man vielleicht noch erwähnen, dass es für große Leute vielleicht sogar ein Ticken schwieriger sein könnte. Falls jetzt irgendwas schief geht. Und auch großer Ball, niedrige Decke. Du hast es sehr, sehr schwer. Das heißt, wenn du schaffst, bist du sehr, sehr gut. Los geht's. Oh ja. Stark. Okay. Und gleich nochmal. Der kam unerwartet auch für mich. Stark. Nicht schlecht. Stopp. Aber komisch. Eine andere Sitzposition. Alles ganz? Ja. Okay, als nächstes legen wir uns auf den Rücken. Und werfen auf dieser Position nach oben und probieren wieder im Stehen zu fangen. Okay? Okay. Oh je. Oh je. Oh, erstmal schön nach hinten geworfen, stark.
Gott. Ball protected. Stark. War ja klar. Magic. Oh. Halb geschummelt. Sehr gut. Oh. Müssen wir ein bisschen höher werfen. All in. Alles für den Ball. Zweimal noch. Stark. 3 von 3, too easy. Okay, nächste Übung. Wir machen es uns noch ein bisschen schwieriger. Wir haben die gleiche Ausgangslage, aber wollen jetzt auf einem Bein stehen, wenn wir unser ballähnliches Gerät fangen. Okay? Versuchen können wir es auf jeden Fall. Pop, du siehst begeistert aus. Ich glaube, ich muss hier die Johannes-Taktik wählen. Mich extrem doll mit dem Arm abstützen. Okay, her, nee. Ja, fast, fast. Ah, das ist gut. Das ist ein guter Tipp übrigens, Johannes. Mit den Armen ein bisschen mithelfen. Ja. Oh, fast abgerufen. Oh Gott. Hab wieder mit den Armen ein bisschen helfen. Ne? Bisschen helfen, ja. Stark. Mhm. Herausforderung angenommen. Das war Step Zero. Beim Fangen habe ich auf jeden Fall nur ein Bein auf dem Boden. Okay. Loch in der Decke und fast geschafft. Letzte Aufgabe. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Wir legen uns auf den Bauch. Ich glaube, da wird schon die Schwierigkeit, überhaupt den Ball ordentlich hochzuwerfen. Zumindest bei mir. Und dann mit beiden Beinen stehen am Ende. Ja, ist klar. Okay. Wissen wir Bescheid. Probier's mal. Oh, der ist schon. Sehr gut. Ah, nicht schlecht. Sehr gut. Okay, zweimal noch. Zweimal noch. Sehr gut. Zwei Beine hat sie gesagt, ne? Ich nehme schon Sachen vorweg, glaube ich. Versuch doch mal. Ja, eindeutig. Zählt. Das sind hier Extra-Punkte. VIP-Punkte. Sehr gut. Die brauche ich nicht. Ja, okay. Stark. Okay. Als letztes habe ich jetzt noch ein kleines Spielchen für euch. Dafür brauchst du auch noch einen eigenen Ball. Und wir brauchen noch einen dritten Ball, der quasi als Passmittel zwischen euch dient, damit das Ganze hier Corona-gerecht abläuft. Socken brauchen wir nicht. Brauchst du nicht mehr? Schnapp dir am besten mal einen Ball. So, ich schnapp mir mal den Ball hier. Check. So, und dann setzt euch mal hin, Schneidersitz gegenüber, 1,5 Meter Abstand. So, und jetzt habt ihr einen Ball in der Hand und den anderen Ball passt ihr, ohne ihn zu berühren, zwischen euch hin und her. Alles klar. Okay. Ja, nicht schlecht. Oh, Schmetterball. Okay. Wer da zu Hause nicht die Möglichkeit dazu hat, weil euch der Spielkumpane fehlt oder sonst was, der kann das natürlich auch mit 2 Bällen an der Wand machen. Wer da aber Angst um seine Wand hat, der schnappt sich jetzt einfach unser Brett, kann so ein ganz normales Schneidebrett sein und eine Klopapierrolle. Ihr könnt erstmal tischtennismäßig, um euch dran zu gewöhnen, fühlt sich relativ ungewöhnlich an, die Klopapierrolle auf dem Brett jonglieren und dann als nächste Stufe das gleiche auch wieder an der Wand machen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich probiere es mal aus, ob es klappt. Yes. Stark. Habt ihr auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Wir sind jetzt ans Ende gekommen von unserem Koordinationsteil, aber bevor wir mit dem Fitnessteil starten, verrätst du uns noch ein bisschen was, wie dein Fitnessprogramm so zu Hause aussah und was so deine Lieblingsübungen sind, oder? Genau. Okay. Ja,
Ich bin Johannes Thiemann, ich bin 26 Jahre alt. Ich spiele für Alba Berlin und für die deutsche Nationalmannschaft auf den Positionen Power Forward und Center. Wie ihr wahrscheinlich seht, sitze ich gerade in meinem Spind in unserem Lockerroom. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr gemacht, aufgrund der derzeitigen Lage. Ist sehr schade. Also unsere Saison ist ja gerade pausiert. Eine ganz lustige Geschichte war, wir sind kurz bevor die Saison unterbrochen wurde, sind wir noch nach Moskau geflogen, weil wir am nächsten Tag da spielen sollten. Aber wir wussten im Prinzip schon, dass die Saison, oder beziehungsweise dass es eine große Chance gibt, dass die Saison abgebrochen wird oder zumindest pausiert wird. Sind dann aber noch nach Moskau geflogen und haben es dann am Spieltag erfahren. Hatten auch noch ein Abschlusstraining davor und sind dann wieder zurückgeflogen. Das ging dann zum Glück relativ reibungslos. Und seitdem haben wir kein Basketball mehr gespielt und das ist auch eine komische neue Situation. Es wird auch noch eine nächste Saison geben oder vielleicht wird diese Saison noch weitergespielt. Von daher ist es extrem wichtig für uns, dass wir alle fit bleiben. Auch wenn wir jetzt gerade nicht in die Halle können oder ganz normal ins Teamtraining gehen können, versuchen wir natürlich, uns alle fit zu halten. Unser Athletiktrainer hat uns ein paar Pläne geschickt, also Laufpläne, Kraftpläne, die wir von zu Hause aus machen können. Ich war dann in den Wochen viel laufen, habe da versucht meine Kondition zu halten, habe aber auch zu Hause viele Workouts gemacht. Dann meistens mit Bodyweight, also mit dem eigenen Körpergewicht und viel Stabilisationsübungen. Ich habe aber auch so ein paar, so ein paar Fitnessbänder, die habe ich mir mal vor ein paar Jahren gekauft und habe die noch nie wirklich benutzt und die sind jetzt endlich mal zum Einsatz gekommen. Ich versuch mich da fit zu halten, mach meine Workouts. Ansonsten, was mache ich noch in der Zeit oder was habe ich noch in der Zeit gemacht? Ich habe viel gelesen, viel gekocht, viel Zeit mit meiner Freundin verbracht, aber auch einfach versucht, trotzdem noch Kontakt mit meinen Freunden zu halten. Ich weiß nicht, ob ihr die App kennt, Houseparty. Das ist quasi wie FaceTime. Man kann sich so ein bisschen mit seinen Leuten connecten, kann auch in der App so ein paar kleine Spiele spielen. Das habe ich viel gemacht, habe auch mal über FaceTime mit Freunden einen Film zusammengeguckt und einfach versucht, ein bisschen das Zwischenmenschliche nicht schleifen zu lassen. War auf jeden Fall oder ist eine herausfordernde Zeit, aber ich glaube, man kann da schon das Beste draus machen, indem man sich weiterbildet, indem man vielleicht ein neues Hobby entdeckt, das man auch von zu Hause machen kann. Ich habe zwischenzeitlich mal malen probiert, also wirklich alles durch, versucht mich irgendwie zu beschäftigen. Und natürlich, wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, Kontakt gehalten mit meinen Freunden, aber auch im Team habe ich versucht, viel Kontakt zu halten. Wir hatten auch Zoom-Meetings. Ich bin aber auch mal mit einem Teamkollegen joggen gegangen, natürlich mit Mindestabstand. Ansonsten über FaceTime spricht man viel. Und versucht ja trotzdem einfach den Kontakt zu halten. Ist jetzt schon einige Zeit her, dass wir uns persönlich wirklich gesehen haben und als Team zusammengekommen sind, was ich sehr schade finde, aber ich hoffe, dass das sich bald ändert. Johannes, vielen Dank für die Einblicke und lass mich dir und euch sagen, ich vermisse das Training auch. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, die Zeit ein bisschen durch so ein Special Workout zu überbrücken. Deswegen herzlich willkommen bei unserem Fitness-Teil. Herzlich willkommen auch euch beide hier. Wir haben vier Übungen geplant. Im Studio machen wir drei Durchgänge. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr das Ganze nicht anstrengend genug findet, dann hängt ihr einfach noch eine Runde ran. Wenn ihr nach zwei Runden oder nach einer Runde schon ausgepowert seid, kein Problem. Dann setzt euch hin, schaut uns ein bisschen zu, erholt euch und steigt vielleicht irgendwann nochmal ein. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Ich mache die ganzen Übungen vor. Ihr könnt ein bisschen ausprobieren, genauso wie ihr zu Hause. Wenn alles verstanden ist, gehen wir zur nächsten Übung und so weiter. Und dann legen wir gemeinsam los für drei Runden. Alles gut? Klar. Okay, erste Übung. Und wir werden in den Übungen ein bisschen mit verschiedenen Methoden arbeiten, die man hat, um verschiedene Kraftfähigkeiten auszubilden.
Und deswegen achtet ganz besonders auch auf die Feinunterschiede, wenn wir mal was Schnelles machen oder mal was Langsames oder wenn wir halten. Okay, das hat alles heute verfolgt, das alles eine bestimmte Idee. Wie sonst auch immer, aber heute ganz besonders. Ihr kommt in eine Kniebeuge. Das ist die Startposition für unseren Squat Jump oder in diesem Fall wahrscheinlich eher ein Counter Movement Jump, weil ihr springt gleich hoch, landet wieder und aus dieser Bewegung springt ihr nochmal so hoch, wie es geht. Für 5 Wiederholungen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussehen sollte. Ihr geht runter, startet hier, nehmt die Arme mit und so weiter. Das für 5 Sprünge. Und jeder Sprung, das ist wichtig, ist so hoch und so schnell durchgeführt, wie ihr nur könnt. Okay? Wollt ihr das einmal kurz ausprobieren? Auf jeden. Runtergehen, sodass ihr einen guten Abdruck habt. Richtig hoch. JT, aufpassen mit deinem Kopf und der Decke. Ja, habe ich noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz. Okay, sehr, sehr gut. Das ist schön. Übung Nummer 2. Ihr würdet diese 2 Wasserflaschen nehmen. Und während wir die Beine mit einer Übung belasten, können wir das Gewicht noch seitlich hochnehmen und haben noch Halterarbeit für die Schultern. Okay? Also ihr seid in einem Ausfallschritt, geht langsam runter, sodass ihr den Boden leicht berührt, kommt dann wieder hoch und geht auf der Seite erneut runter. Hoch oben keine Pause und im Kopf für 3 Sekunden zählen, sodass ihr dann unten den Boden berührt, schnell wieder hochkommt. Das sieht gut aus. Seitenwechsel, die Arme bleiben so. Genau dasselbe auf der Seite. Gut. 1, 2, 3. Kurz berühren. Das reicht. Zum Vormachen reicht es. Gut? Alles verstanden? Ja. Schön. Jetzt auf unsere gemütliche Matte. Erst einmal auf den Rücken legen, bitte. Und wir machen Klappmesserübung, okay? Es gibt 2 Varianten. Die eine ist mit gestrecktem Bein und die andere ist mit angewinkelten Bein. Okay, ist ein komisches Klappmesser, aber funktioniert für uns. Ihr habt die Hände hinterm Kopf, seid ausgestreckt, kommt hoch, winkelt eure Beine an, berührt dann die Ferse und zeitgleich mit den Beinen gehen auch eure Arme nach vorn. Opa, kurz Balance finden, wieder ausstrecken, hinlegen. Legst du die Füße immer ab? Ich lege beides ab. Okay. Und wenn ich oben bin, habe ich die Beine möglichst parallel zum Boden. Sehr gut, nimm mal die Ferse ein bisschen höher. Gut, wieder auf den Boden legen. Wir können auch mal versuchen, die Beine ein bisschen gestreckter zu haben, um die schwerere Variante zu machen. Okay. Da ist das Timing dann umso wichtiger, um die Position oben auch kurz zu halten. Aber ihr habt jetzt 2 Varianten, aus denen ihr eine wählen könnt für den Durchgang danach. Okay, oder für unsere Arbeitssätze. Ja. Übung Nummer 4 und demnach die letzte Übung im Zirkel. Ihr braucht nicht aufstehen. Kommt wieder auf mein Level. Legt euch auf den Bauch. Arme sind vorne. Beine schön weit nach hinten ausgestreckt. Ihr hebt gleichzeitig Knie und Arme an. Legt euch ab. Und streckt euch immer wieder nach oben. Gut. Schultern und Ellbogen maximal nach oben. Das geht ein bisschen höher noch. Sehr gut. Die Beine gestreckt lassen. Und dafür die Knie richtig schön nach oben. Hervorragend. Gut. Das sind die 4 Übungen. Sprung, dann Ausfallschritt auf der Stelle. War das jetzt schon der erste Satz? Nein, leider noch nicht. Dann eine Übung für den Bauch und das letzte ist die Rückenübung. Alles klar. Alles verstanden? Ja. Okay. Hier kommen noch die Wiederholungen, die ihr machen sollt. Von der ersten Übung 5, von der zweiten Übung 10 Wiederholungen. Kontrolliert runtergehen. 10 pro Bein? 10 pro Bein. Okay. Wenn die Arme es irgendwann nicht mehr halten, dann bringt die Arme runter, aber macht trotzdem für die Beine weiter. Dann 15 Wiederholungen und von der letzten Übung 20. Also 15, 15, 20. Sehr leicht zu merken. Wir fangen an mit der ersten Übung. Springt so hoch, wie es geht. Ihr zu Hause seid ready? Perfekt. Dann 5 maximal hohe Sprünge. Danach sehen wir uns im Ausfallschritt wieder. Let's go.
Schön. Gewicht schnappen. Ausfallschritt vorbereiten. Ihr macht mit rechts, also mache ich mit links. Let's go. Ich will hier ein bisschen langsamer runtergehen. Langsam runter, schnell und kräftig nach oben. Johannes, du bist unser Wiederholungsbeauftragter heute. Wie viele Wiederholungen haben wir? 9. Also, und Seitenwechsel. Ruhig das Gewicht oben lassen. Let's go. 10 Wiederholungen und go. 1. Schön. Yep. Versucht bei der Übung das Gewicht so gut wie es geht auf dem vorderen Fuß zu haben. Okay? Das vordere Bein soll arbeiten, das andere gibt euch nur Stabilität. 10. Bravo. Dann 15 Wiederholungen. Ihr sucht euch eure Variante aus. Die eine mit gestreckten Beinen, die andere mit angewinkelt. Ihr könnt das Ganze auch mixen. Entweder innerhalb eines Satzes oder im nächsten Satz. Gut? Alles klar. Bereit für 15? Let's go. 3, 2, 1. Go. Lass die Füße schön oben, parallel zum Boden am besten. Boah. Also wer das mit gestreckten Beinen macht, Respekt. Respekt. Auf den Bauch, warte noch kurz auf Johannes. Durch jede Pause irgendwie schleichen. TV-Auszeit. Okay, let's go. 20 Wiederholungen. Schultern und Ellbogen schön hoch. Die ganze Zeit oder legen wir es auch zwischenzeitlich kurz ab? Du kannst auch kurz ablegen. Wir versuchen das ja gerade hier im Studio synchron zu machen. Wenn ihr auch Lust habt, das mit uns im selben Tempo zu machen, sehr gerne. Ansonsten, Johannes hat gerade gesagt, man kann auch mal ablegen. Ihr könnt das Ganze auch schneller machen, ihr könnt auch mehr Wiederholungen machen. Aber ich würde empfehlen, ihr macht die Wiederholungsanzahlen, die wir gerade machen und hängt dann lieber was hinten ran, wenn ihr noch mehr machen möchtet. Hast du mit bitte? Ja, 19. Schon am Delegieren, das ist gut. Bravo, erste Runde geschafft. Yeah. Auf in die zweite. 5 richtig hohe Sprünge. Vorbereiten, Power finden und go. Yes! Habe ich verzählt? Nein. Seid hoch. Und go. 1, 2, 3. Als Tempovorgabe. Gut, alle im selben Tempo. Schön. Seitenwechsel, hervorragend. Spielt gerne auch mit der Schrittbreite ein bisschen. Emilia, du könntest mal den Schritt ein bisschen länger machen. Gucken, wie sich das anfühlt. Oder wenn ihr immer sehr lang steht, dann geht doch mal ein bisschen enger zusammen. Müsst dann nur darauf achten, dass wenn ihr eng steht, dass der Po auch trotzdem weit nach hinten geht. Gut. Emilia kann man gar nicht aufhalten heute. Oder du willst, schon mal liegen. Willst du lieber liegen und es schnell hinter dir haben? Gut. Trainieren wir das Bäuchlein. 3, 2, 1. Sieht so aus, als stünde diese Übung ab und zu auf deinem Trainingsplan, Johannes. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist eine Übung, die ich auch sehr gern mache.
und eben gut in die Bauchmuskulatur geht. Kommt zeitgleich mit eurem Oberkörper und euren Beinen nach oben. Gut. Dann lass deine Knie ein bisschen früher noch nach oben bringen. Yes. Schön den Po vorher anspannen, damit die Beine leichter zu lösen sind vom Boden. Gut. Arme sind gestreckt und versucht das schön aus der Schulterblattmuskulatur und eurem Rücken hochzubekommen. Nicht wild an euren Arm reißen. Das ist ganz gut. Schön, schön. Fertig. Ja, 2 von 3. Letzter Satz, bester Satz. Komm, einmal kurz Luft holen und dann packen wir's. Let's go. Gewicht schnappen. Ich gucke zu. Korrigiere, wenn notwendig. Sehr schön. Alle bereit? Go, go. Schön fokussierter Blick. Das ist gut. Während die auf ihren 10 Wiederholungen auf dem zweiten Bein sind, achtet drauf, wenn ihr runtergeht, das Knie schiebt über den Fuß gerade in diese Richtung. Es muss nicht besonders weit sein, es kann aber auch mal über die Fußspitzen rübergehen. Wie gesagt, variiert den Stand, guckt auch, dass ihr das Knie manchmal rüberbringt und manchmal extra nicht rüberbringt, weil beides kommt auf dem Basketballfeld irgendwann mal vor und euer Körper sollte darauf vorbereitet sein. Machst du nicht mehr mit? Doch, natürlich. Ich habe den Einsatz verpasst. Komm, 15 Wiederholungen. Wie ab's dritte Runde oder Klappmesser. Ich hoffe, ihr habt auch Freunde wie Johannes Thiemann, die euch zu Sport animieren. Und wenn ihr keine Freunde habt, die euch motivieren müssen, dann seid selber dieser Freund und motiviert eure Freunde zum Mitmachen. Was gibt's Schöneres als ein bisschen Sport? Du sagst es. Auf den Bauch drehen. Komm, das schaffen wir. 20 Wiederholungen. 3, 2, 1. Und sehr gut. Schön durchgezogen. Habe ich nicht erzählt. Wenn auch ihr dreimal dabei wart, perfekt. Macht weiter, wenn ihr noch ein bisschen Kraft habt. Ansonsten kommt mit uns in den Schulstoff. Und im Schulstoff wird auch über die Kraft gesprochen. Und wenn ihr gut aufgepasst habt und gleich gut aufpasst, dann wisst ihr ganz genau, was wir hier für Übungen gemacht haben und welche Arten, in Anführungsstrichen, der Kraft wir trainiert haben. Also schaut zu, viel Spaß mit dem nächsten Beitrag. Lange galt Basketball als körperloses Spiel. Unsere Albatrosse beweisen jedoch oftmals spektakulär das Gegenteil. Dabei spielt die Kraftfähigkeit eine große Rolle. Kraft ist der Teil der sportmotorischen Fähigkeiten neben Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer. Kraft hat etwas mit den Nerven und Muskeln zu tun. Wenn ein Muskel arbeitet, zieht er sich zusammen. Man spricht von Kontraktion.
Hier seht ihr, wie sich der obere Muskel, der Bizeps, kontrahiert. Indem sich unser Muskel kontrahiert, kann er Arbeit verrichten. Wird dabei ein Widerstand oder Gewicht überwunden, zum Beispiel mit einer Kurzhantel in der Hand, spricht man von konzentrischer Arbeit. Muskeln bleiben auch angespannt, wenn sie einem Widerstand oder Gewicht entgegenwirken, zum Beispiel wenn ihr die Hantel langsam statt schnell wieder herablasst. In diesem Fall sprechen wir von exzentrischer Arbeit. Außerdem kostet es Kraft, Spannung zu halten, wie beim Unterarmstütz. Man spricht dann von statischer Arbeit. Ein Bodybuilder kann extrem hohe Gewichte bewegen, wird aber in einem Radrennen gegen Tour de France-Fahrer alt aussehen. Beim 100-Meter-Sprint hingegen sind beide gegen Weltklasse-Sprinter chancenlos. Alle drei Athleten sind kräftig, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Offensichtlich gibt es also verschiedene Formen von Kraft. Man unterscheidet vier Erscheinungsformen von Kraft. Eine ist die Maximalkraft, die größte Kraft, die du bewusst aufbringen kannst. Sie ist zum Beispiel beim Gewichtheben wichtig, wenn es darum geht, besonders große Lasten zu heben. Beim Sprint benötigt man eine gute Schnellkraft, aber auch bei hohen Sprüngen spielt sie eine Rolle. Deine Maximalkraft stellt dabei die Grenze dar, die festlegt, wie viel Kraft du überhaupt aufbringen kannst. Zwei gleich starke Menschen müssen jedoch nicht gleich schnell sein, denn es kommt darauf an, wie gut ihre jeweilige Schnellkraft trainiert ist. Eng an die Schnellkraft gekoppelt ist die Reaktivkraft. Diese entfaltet sich, wenn bei einer Ausholbewegung der Muskel erst gedehnt wird und wie eine gespannte Feder Energie speichert. Beim schnellen Zusammenziehen des Muskels wird diese anschließend freigesetzt. Die Reaktivkraft nutzt ihr zum Beispiel beim Sprinten. Auch hier ist die Maximalkraft von Bedeutung. Zu den Formen der Kraft zählt auch die Kraftausdauer. Dies kann die Ausdauer bei dynamischen Bewegungen über einen längeren Zeitraum sein. Aber auch die Fähigkeit, einer statischen Belastung lange standzuhalten, wie beim Basketball in der Defense-Position. Wie schon zuvor ist auch hierfür die Maximalkraft wichtig. Diese hängt unter anderem von der Größe deiner Muskeln ab. Man spricht vom sogenannten Querschnitt des Muskels, also wie breit dieser ist. Um ihn zu vergrößern, macht man ein sogenanntes Hypertrophie-Training. Hypertrophie ist ein Fremdwort für Muskelwachstum. Dazu wählst du eine so schwere Übung oder ein so schweres Gewicht, dass du genug Wiederholungen schaffst, um den Muskel zu erschöpfen. Zu viele sollten es aber nicht sein, sonst trainierst du eher deine Ausdauer. In aller Regel sind das 8 bis 12 Wiederholungen, von denen du 3 bis 5 Sätze machst. Aber nicht nur die Größe des Muskels selbst ist wichtig. Um dein ganzes Kraftpotenzial zu nutzen, müssen deine Muskeln optimal zusammenarbeiten. Diese Koordination muss dein Körper durch Training lernen. Dazu erhöhst du das Gewicht oder erschwerst die Übung so, dass du maximal 3 bis 4 Wiederholungen schaffst. Um an deiner Schnellkraft zu arbeiten, ergibt es Sinn, ein Schnellkrafttraining abzuschließen. Dabei verringerst du die Last auf etwa die Hälfte dessen, was du überhaupt schaffst, und führst dann jede Wiederholung so schnell wie möglich aus. Wichtig ist, dass du eine Übung nur so lange machen darfst, bis deine Geschwindigkeit nachlässt. Neben dem Ziel, deine Leistung zu steigern, hilft dir ein gutes Krafttraining auch dabei, Verletzungen beim Basketball und anderen Sportarten vorzubeugen. Jetzt fehlen dir nur noch die richtigen Übungen, um loszulegen. Und wo bekommst du die her? Natürlich hier, in deiner täglichen Sportstunde bei Alba Berlin. Also schau so oft wie möglich rein. Nachdem wir in unserem Schulbeitrag jetzt viel zum Thema Krafttraining gelernt haben, kommen wir auch schon zu unserem Move des Tages. Und der hat auch wieder was mit dem Thema Kraft zu tun und beinhaltet sogar deine Lieblingsübung, oder? Genau, also das sind die Push-Ups oder auch Liegestützen genannt. Das ist meine Lieblingsübung, weil man die wirklich überall machen kann und die sehr viele Muskeln gleichzeitig beansprucht. So, Fab, wir machen aber nicht einfach irgendwelche Push-Ups, oder? Du hast dir da doch bestimmt was Gutes einfallen lassen. Das habe ich. Wir machen die Superman Push-Ups oder Superman Liegestütz. Okay, das zeige ich euch gleich. Aber was mir am Herzen liegt, ist einmal die korrekte Liegestütztechnik durchzugehen, weil man sieht viele verschiedene Varianten und dann ist es immer schwer, auch die Kraft zu vergleichen untereinander.
Und es ist natürlich auch wichtig, eine saubere Technik zu haben, um das Ganze möglichst schmerzfrei, lange schmerzfrei zu machen und keine Verletzung zu provozieren. Okay? Also, was wir immer durchgehen im Verein, ist erstmal die Haltung der Ellbogen zum Oberkörper. Okay, wenn ihr gleich von oben guckt, ich möchte, dass die Spieler zunächst einmal die Liegestütze so lernen, dass die Arme nicht im 90-Grad-Winkel und auch nicht zu eng am Körper sind, sondern in einem lockeren, so 45-Grad-Abstand ungefähr. Okay? Also wenn man von oben guckt, könnt ihr jetzt auch quasi als Ersatzcoaches sehen, ob jemand sehr breit oder sehr eng greift. Und ich hätte gerne so einen Mittelweg. Gut, das ist das eine. Das zweite ist, wenn ihr seitlich guckt, dass die Hände nicht auf Höhe der Schulter oder zu weit hinten ist, sondern gut so auf Höhe der Brust ist. Ja? Und wenn ihr beides gut hinbekommt, dann ist am Ende der Unterarm senkrecht zum Boden. Das heißt, das Handgelenk ist nicht wild abgeklappt oder so und das ist meistens angenehmer für das Ganze und auch sicherer. Gut, jetzt kommen wir zu einer kleinen Schwierigkeit. Wenn ihr das Ganze macht, kann es sein, dass sich das viel schwerer anfühlt als eure alten Push-Ups. Okay, wenn ihr zum Beispiel sehr breit gegriffen habt oder auch nicht sehr tief runtergegangen seid, dann ist das jetzt deutlich schwerer. Deswegen Vorsicht, ihr macht das Ganze, aber trotzdem, was ja immer gilt ist, wenn ihr die Liegestütze macht, ist der Po angespannt und Bauch angespannt. Und wenn ihr drückt, bewegt sich der ganze Oberkörper gar nicht mehr. Okay, also ihr hängt nicht durch und kommt hoch, sondern ihr seid wie ein Brett, upp, kommt einfach hoch. Ja? Jetzt haben wir die richtige Ausgangsposition, dann den guten Push oder den Druck gemacht. Und das Letzte ist, die Bewegung gut zu finishen, also gut zu Ende zu bringen. Was man manchmal sieht, ist, dass Spieler oder Leute generell die Push-Ups hier oben beenden. Aber dieser letzte Abschnitt ist sehr, sehr wichtig. Okay, das beansprucht nochmal extra Muskulatur, die wichtig ist, um Stabilität, um Gesundheit in der Schulter zu haben. Deswegen, wenn ihr einen Push-Up macht, 45 Grad ungefähr, auf Höhe der Brust, Handgelenke sind stabil, Unterarm zeigt senkrecht zum Boden, Bauch und Po ist angespannt, ihr drückt euch hoch und finisht ganz oben. Okay, achtet drauf, diese letzten Zentimeter sehr wichtig und dann geht ihr kontrolliert wieder runter. Das wäre ein oder zwei reguläre Push-Ups. Und wenn ihr jetzt mit der neuen Technik Schwierigkeiten habt, das Ganze durchzuführen, könnt ihr natürlich die Hände auch irgendwo ein bisschen höher platzieren. Also wenn die Hände höher sind als die Füße, ist es ein bisschen leichter. Und ich würde das zum Üben bevorziehen, weil sonst, wenn ihr auf den Knien das macht, habt ihr gar nicht mehr die Spannung im Oberkörper. Und die ist sehr, sehr wichtig bei den Push-Ups. Deswegen lieber an der Schräge trainieren und die Sachen durchgehen. Und irgendwann werdet ihr auch in der Lage sein, falls es noch nicht klappt, das auch auf dem Boden zu machen. Okay? Ich werde jetzt ein Stückchen weitergehen und eher fortgeschrittenen Push-Up zeigen. Das Ganze nennen wir Superman Push-Up oder Superman Liegestütz, weil wir kurzzeitig in der Luft wie Superman oder Superwoman fliegen. Und ich zeige euch zwei Varianten. Die eine ist, ihr könnt einen richtigen Liegestütz und würdet dann mal versuchen, euch so schnell nach oben zu drücken, dass ihr gleich mit den Händen in der Luft seid. Und anders als bei normalen explosiven Push-Ups, bringt ihr die Hände nach vorne, dass ihr kurz fliegt, aber die Füße sind noch auf dem Boden. Okay? Das wäre quasi die Vor-Challenge. Also ihr geht runter und macht einen Push-Up. Ihr braucht schnelle Arme, dann kurz fliegen. Und der richtige Superwoman oder Superman Push-Up wäre, wenn die Beine jetzt noch in die Luft kommen. Okay? Ihr seid bereit? Schaut zu. Oh. Okay, wieder Start. Stark. Und so fliegt man als Superfrau oder Supermann durch die Gegend. Das wäre mein Move des Tages. Aber das ist schon sehr fortgeschritten, oder? Ja, da muss man Liegestütze natürlich easy können vorher. Ja. Okay. Also das ist auf jeden Fall ein krasser Move. Ich werde den zu Hause auch noch ein paar Mal üben, schätze ich. Ihr hoffentlich auch. Wenn ihr den geschafft habt, dann lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare und wir machen jetzt weiter mit unserer Challenge des Tages.
Wir machen jetzt weiter mit einem Wurfspiel. Wenn wir schon mal einen Alba-Profi zu Gast haben, wollen wir natürlich auch einen Basketball-Bezug in unserer Challenge haben. Und du erklärst uns das Wurfspiel jetzt. Genau, also es ist so eine kleine Wurf-Challenge. Die haben wir selbst als Profiteam gegen unser Jugendteam gespielt, gegen unsere 16 Bundesliga. Das haben wir per Zoom gemacht und haben da, ja, wie gesagt, sind gegeneinander angetreten, die einzelnen Spieler. Und das ist ein Wurfspiel, bei dem man einen Eimer braucht und 6 Paar Socken. Man kann auch ein paar Socken nehmen und das dann immer wieder rausholen. Ich mache es heute mit 6 Paar Socken und zeige euch das jetzt einfach mal. Also, stellt den Eimer auf den Boden und wir haben mehrere Positionen. Die erste Position ist ungefähr 2 Meter entfernt. Von da werfen wir mit der schwachen Hand. Dann einen Schritt zurückgehen, von da werfen wir mit der starken Hand und machen einen Stepback, erkläre ich gleich auch nochmal. Und dann haben wir nochmal 3 Dreier. Alle Würfe hier vorne zählen 2 Punkte und die Dreier zählen 3 Punkte. Dann könnt ihr euren Score so oder eure Punktezahl ausrechnen und die gerne in die Kommentare schreiben. Also, ich fange jetzt einfach mal an. Das sind ungefähr 2 Meter mit der schwachen Hand. Okay, einen Schritt zurück. Oh, 2 Punkte. Erster Treffer. Stark. Und jetzt kommen wir zum Stepback. Das ist ein Move, den man im Basketballspiel sehr häufig benutzt. Und zwar versucht man da einfach durch so einen kleinen Schritt zurück, sich so Raum für seinen Wurf zu verschaffen und sich ein bisschen Platz von seinem Gegenspieler zu verschaffen. Oh, 4. Okay, 2 Treffer, 4 Punkte. Und jetzt kommen wir zu den 3-Punkt-Würfen. Stark. Oh ja. 7. 7. Oh, ganz schön. Komm, mach 10. Stark. 10. Warum musst du da so grinsen? Von dir selbst überrascht? In der Challenge mit damals gegen den Jugendspieler nicht so gut geworfen habe. Ist schwerer, als es aussieht. Ja? Es ist wirklich schwerer, als es aussieht, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so schafft. Genau, ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht schaffen ja ein paar von euch sogar die Maximalpunktzahl von 15. Das war es jetzt auch schon wieder mit unserer täglichen Sportstunde. Vielen Dank, Johannes, dass du da warst. Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Ciao. Ciao, ciao.